Hi Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva. Ja, guten Morgen. Heute melde ich mich mal. Also, heute ist mein Familiengeburtstag, yay. Eigentlich bin ich ja schon 10, wie man es so schön weiß. Hi, und wie ihr sehen könnt, ich habe gerade mein Bett aufgemacht und es ist schon 10, oh mein Gott. Ja, ich wache immer sehr spät an einem Wochenende auf. Ich weiß nicht warum, so bin ich halt. Wenn ich lang schlafen kann, dann schlafe ich nun mal lang. Also ja, ich habe heute lang geschlafen, ich habe heute schon seit mein Bett gemacht und ja, heute kommen auch Aaron und Scott. Da freue ich mich schon drauf und meine Tante bringt auch einen Herzkuchen. Yay, Kuchen. Ich muss mich anders hinsetzen. Ja, wer liebt denn bitte schon nicht Kuchen? Wie könnt ihr nicht Kuchen lieben? Also ja, ich werde euch heute ein bisschen mit durch den Tag nehmen und ich werde erstmal runtergehen und zwar noch in meinem Pyjama. Ja, und ach, hier hinten hin. Ich werde dann nämlich jetzt noch ein bisschen Chili-Milli machen. So geht es bei uns immer. Ich gehe runter im Pyjama, Chili Manili, dann komme ich wieder hoch und mache mich so fertig. Also ja, dann geht es nach unten. Vielleicht werde ich jetzt erstmal ein bisschen chillen, aber dafür haben wir noch viel heute vor. Ja, wir müssen dann noch ein bisschen vorbereiten. So Leute, ich bin jetzt unten angekommen und wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen Chili Manili. Ja, und, ups, ich sehe gerade meinen Bastelwagen. Hier, wie ihr wisst, wir haben doch mal zu Weihnachten so einen Bastelwagen bekommen. Der war auch richtig cool, aber da passt leider nicht mehr so viel rein. Also haben wir jetzt diesen hier. Ich habe einfach alle Sachen, wo ich nicht drankomme, einfach hier reingemacht. Hier sind all meine Bastelwagen-Fidgets und so. Hier unten sind so all meine Mäppchen. Und es ist schwierig, alles mit einer Hand zu machen. Also natürlich zeige ich dir noch nachher, was ich alles sonst bekommen habe. Aber ja, hier unten sind noch Stifte. Und unten sind so Sachen fürs Malen. Also mit Pinsel und so. Ich werde mich jetzt erstmal umziehen. Hier. Mal schauen. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie ich mein Outfit aussuche. Ja, also ich denke, wir ziehen dieses T-Shirt an. Warte mal. Auch voll India-Style, finde ich. Rosa muss mal Homie. Das finde ich voll süß. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Und welche Hose? Ich will auf jeden Fall heute irgendwie keinen Rock haben. Ich denke, es ist ein bisschen kalt. Diese, die sieht gut aus. Habe ich am Ende doch umentschieden. Ich finde diese passt ein bisschen besser. So, gut, gut, gut. Jetzt brauchen wir noch Accessoires. Ja, das ist mein ganzes Accessoire-Platz, wie man es so schön nennt. Ich denke, hier nehme ich einfach wieder vielleicht durch dieses Armband. Und jetzt noch einen Ring. So, ja, ich habe viele Sachen, okay. Gut, ich denke, wir nehmen mal wieder nicht so einen, sondern so einen, den finde ich voll indie. Dahin jetzt Ohrringe. Könnt ihr auch sehen, wie ich immer mein Outfit mache. Okay, also auf jeden Fall pink. Mal schauen. Und was denn noch? Wie wär's? Nehmen mal von diesen, vielleicht das schöne blaue. Schwierig zu sehen in einer Hand mit einer Kamera. So, ich bin fertig und dann habe ich mir noch ein paar Klammern reingemacht. Eigentlich ist da noch eine vierte, aber die habe ich da nicht mehr reingekriegt. Ja, aber egal. Jetzt werde ich erst mal 10:15 gehen, aber dann müsst ihr ja nicht wirklich zugucken. Ihr wisst schon, wie es aussieht. So Leute, wir sind jetzt mal im Zimmer. Hallo Faultier, das keine Beine mehr hat. Also ja, da war ich schon ein bisschen fehlt für ein Faultier. Oh nein. Ja, wie gesagt, ich denke, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen meinem Tagebuch schreiben und dann gucken wir, was wir noch machen werden. Ich bin gerade ein bisschen am Snacken und wir haben schon alles im Film vorbereitet. Tada! Hi! Hello! Wir bringen jetzt die Filmleuchten weg. Ja. Also, gut, wir sind jetzt fertig filmen. Das Video ging richtig schnell, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich gebe schon mal einen Tipp. Unter Wasser. Ja, das ging auch, wie gesagt, richtig schnell. Und bald kommen auch die Gäste, hoffentlich. Die kommen um 3 mal schauen, wie viel Uhr es ist. Doch 2 Stunden, das ist mein Kopf wenig Zeit. Jetzt sind wir im Durchgangszimmer und es sind Pakete angekommen. Also werde ich heute noch mal ein bisschen Fashion Reel machen. Mama hatte auch eine super Idee. Ich so, ja, das werden wir machen. Ich wollte noch nicht so viel verraten, aber ja. So, hier muss ich noch ein bisschen aussuchen. Also ja, ich werde hier ein paar Outfits zusammenstellen und dann werde ich es wieder machen. Und hier übrigens ist meine Pinata, ein Faultier. Meine Tante sind jetzt auch mit meinen Cousinen und Cousin da und schaut mal, die haben mir ja auch noch einen Kuchen gebacken und schaut mal, wie schön der aussieht. Süß. Alles Gute zum Geburtstag, Eva. Dankeschön. Hier, für dich. Alles Gute, nur für dich. Dankeschön, voll lieb von euch. Bitte. So, nochmal alles Gute
Geburtstag. Ja. Danke. Schleim. Sehr cool. Das sieht aus wie Eiscreme. Das wollte ich schon richtig lange. Wir haben lecker gegessen und jetzt machen wir Piñata. Bruce, das ist violent. Können wir den auch nicht machen? Ja, warte. Sorry, Bruce, wir brauchen den neuen Stock. Kann ich jetzt? Spaß gemacht. Ich werde jetzt weiter mit meiner Familie feiern und jetzt zeige ich euch erstmal all meine Geschenke. Hier unten haben wir eine Salzlampe, die finde ich voll cool. Und auch noch das Orange, das finde ich auch voll cool. Weil ich finde, die sieht aus wie Lava irgendwie, ich weiß nicht. Die ist auch für mein Indie-Zimmer und ich finde, passt total. Hier oben haben wir auch eine Lava-Lampe. Ich wollte schon immer mal eine Lava-Lampe. Und jedes Indie-Kid hat eine Lava-Lampe. Und jetzt habe ich eine, die finde ich voll cool. Und wir müssen jetzt nochmal runter, yay. Ich habe hier zum Beispiel einen Plattenständer. Den finde ich voll cool. Und jetzt fragt ihr euch, warum? Ich werde euch gleich zeigen, warum. Aber jetzt geht's zum Bett. Hier haben wir ein paar Indie-Kissen. Du hatte ich schon immer, ja. Wer kennt diese Indie-Blume? Ich liebe sie. Das ist einfach das Indieste, was es jemals gibt. Und ich benutze nicht wirklich die andere Seite, weil ich finde die nicht sehr Indie. Also, und da ist auch ein Zettel. Also benutzen wir einfach mal diese Seite. Wunderschön. Hier unten haben wir auch noch zwei Blumen. Die finde ich voll cool. Die sind vielleicht nicht so Indie, aber für mich sind sie immer noch cool. Wie oft habe ich jetzt Indie gesagt? Sehr oft ist die Antwort. Und ich habe super viele Indie-Sachen zum Geburtstag bekommen, weil ihr habt euch ja gesagt, ich will ein Indie-Zimmer bekommen. Also werden wir dieses Zimmer Indie machen. Gerade sind wir noch in diesem Boho-Stil, aber es wird Indie, kann ich nur dazu sagen. Und hier drüben haben wir noch einen Plattenspieler, deswegen hatte ich auch einen Plattenständer. Und hier unten haben wir noch ganz viele Platten. Ein paar will ich auch spielen, ein paar benutzen wir nur zu Deko. Zum Beispiel diese, die hole ich mal raus. Die ist voll schön. Warte. Die kann man leider nicht benutzen, weil sie angemalt ist, aber dafür ist sie richtig schön mit so Bubblasen. Eigentlich denke ich, war sie von Beethoven, aber jetzt können wir Beethoven angucken. Wunderschön. Ja, aber ich finde die voll cool. Und die anderen werden, ein paar werde ich noch aufhängen, ein paar werde ich hören. Die von Ariana Grande ist auch richtig cool, da sind richtig schöne Lieder drauf. Prinzipiell ist Ariana Grande, finde ich, richtig talentiert. Hier unten habe ich auch einen Koffer, wo ich all meine Platten hinlegen kann. Finde ich auch voll süß. Und für mich sieht er wirklich aus wie ein echter Koffer und nicht so ein Ding, wo Platten draufsteht, ganz groß. Also, ja. So sieht es übrigens aus, wenn da Platten drin sind. Hier drüben haben wir auch ein Keyboard. Ganz viele Leute haben so ein Keyboard für ein iPad und da denke ich, das ist ja mal cool. Früher hatten wir das mal, aber dann, ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich kann nicht mal reden, aber egal. Und ja, also ich finde das richtig cool und es sieht richtig modern aus, finde ich. Und was ich noch zeigen will, ist dieses Poster. Dieses richtig aesthetic Blackpink Poster. Ich finde es so schön. Das ist voll cool. So, am besten, wir machen jetzt wieder zu. Und ich plane auch, das bald aufzuhängen, aber jetzt noch nicht. Hier drüben haben wir noch ein paar Efeu-Ranken. Leider nicht echt, aber egal. Ich habe gesehen, ganz viele Indie-Girls haben so Sachen. Also, natürlich mussten wir es auch bestellen, ja. Das finde ich voll süß. Ich freue mich schon, das alles hier rumzuhängen. Ich denke, das wird cool aussehen. Ja. Also, ich werde jetzt ein richtiges Indie-Zimmer haben, Leute, wirklich. Sagt Tschüss zu Boho-Stil. Dann müsst ihr Hallo zu Indie-Kids-Stil sagen, ja. Hier drüben haben wir noch so ein Bubble-Tea-Spiel. Das ist richtig cool. Das habe ich auch mit meinem Papa schon gespielt. Und es ist richtig süß und es macht wirklich Spaß. Guckt euch das einfach
Sachen, die ich mag. Es ist ein Spiel. Ich mag Spiele. Es ist süß. Ich mag süße Sachen. Und es ist Boba. Ich liebe Boba. Drei Sachen in einem Ding. Und es gibt ganz viele Arten, wie man spielen kann. Und ja, hier, da hat man auch noch so einen kleinen Boba-Becher. Finde ich voll süß. Dann nehmen wir jetzt das da. Wir haben so einen Starbucks-Becher, wo auch noch Ava draufsteht. Weil in Starbucks, immer wenn man noch so ein Papiergetränk hat, da schreibt man doch Namen rein. Ja, und hier steht jetzt schön Ava drauf. Es knattert, yay! Und es hat ganz viele Herzen und auch noch so ein Sim Hollow, denke ich, nennt es. So Stil und ich finde es wirklich voll schön. Bin ich die Einzige immer, wenn man dann so in Starbucks geht und da schreibt man bei Jobs, wie viel Zucker reingeht. So 100 oder so rein. Ha, das finde ich immer lustig. Das mache ich nämlich immer. Hier haben wir eine Boba Tea Handyhülle und Boba Tea Pop Socket. Hier steht K-Pop and Bubble Tea. Voll süß. Ist schwierig zu zeigen, weil es so klein ist. Und hier drüben haben wir noch diese So Bubbly Boba Tea Hülle. Die finde ich voll schön, weil sie so schön pastell ist und lila drauf hat. Alles, was lila ist, ist schon mal wenigstens ein bisschen gut. So geht es bei mir. Wenn es lila ist, ist es schon mal wenigstens so viel besser als normal. Hier haben wir noch so ein AirPod Case und ist es nicht süß? Ist auch noch so ein kleiner Boba Tea und ich liebe einfach Sachen mit so einem einfachen Gesicht, was so süß aussieht. Das ist so schön. Ja, und das ist auch richtig groß, damit auch viel Platz drin ist. Also ja, und schaut immer, es hat sogar einen kleinen Strohhalm. Voll süß. So, hier drüben haben wir noch so ein Electric Eraser. Eher gesagt, es ist ein elektrischer Radiergummi. Ich finde das voll cool. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal eine ganze Seite falsch geschrieben habt und dass ihr so reiben und dann tut die Hand weh. Jetzt wird es nicht mehr sein, weil jetzt tut... Jetzt hat man das da. Da muss man einfach nur anmachen und geht selber. Nice. Und hier, wir haben eine Platte, wo alles Ava. Only good vibes. Beste Musik aller Zeiten. Leider ist es keine echte Platte, aber trotzdem, ich finde es voll schön. Und auch noch, dass sie Gold ist. Voll schön. Warte, ich will es mal wieder hinstellen, damit man schön bewundern kann. So, Starbucks weg. Elektronische Sachen, ich weiß nicht. Und only good vibes. Vibes, ich liebe das Wort. So, was haben wir hier noch? Aha. Wir haben noch Blackpink, die K-Pop Queen. So ein Buch. Und das werde ich auch bald lesen. Alles auch in Englisch. Och, sieht so schön aus. Wie ihr wisst, ich bin ein riesen Blackpink-Fan. Yay. Also, finde ich das voll cool. Hier haben wir noch so 10 Jahre geliebt, alles Gute zum 10. Geburtstag und auch noch so einen kleinen Bär. Hier und da kann ich mir so Notizen machen, finde ich voll cool. Ja, oder einfach mal reinmalen, weil ich bin ich die Einzige, die immer, wenn irgendwo ein Blatt Papier ist, wo ich schreiben muss oder irgendwo. Also hier muss ich jetzt nicht wirklich reinschreiben, hier darf ich auch selber aussuchen, was ich reinmache. Aber ihr müsst wissen, damit ihr die Geschichte richtig bekommt. Also in meinem Heft ist wenigstens auf jeder Seite ein Doodle oder ein kleines Ding reingekritzelt. Ja, ich weiß nicht warum, ich mal halt. Und immer, wenn ich malen kann, dann male ich. Also ja, so ist meine Welt. Also ich denke, hier werde ich auch viel drin malen. Hier haben wir noch J.K. Rowling's Harry Potter and the Philosopher's Stone. Sehr schweres Buch. Und ich habe das Buch schon mal gehört, aber noch nie gelesen. Und es hat Bilder. Ja, und ich finde es voll cool. Ich habe schon alle Filme geguckt, aber leider noch nicht alle Bücher gelesen. Also da freue ich mich. Und ich bin auch ein riesen Harry Potter Fan. Ich habe mir schon fast alles drin gemerkt. Ich mag es, dass es illustriert ist, weil da kann man auch alles sehen. Manchmal, wenn man Sachen hört oder ja, da kann man sich nicht wirklich alles einbilden oder wenn man ein Buch liest, aber jetzt schon. Ich meine, vorstellen. Ja, und es ist alles in Englisch. Ich weiß nicht warum, ich mag einfach mehr englische Bücher als deutsche. Ich weiß nicht warum. Also was ich so mache, ist, ich lese mal ein englisches Buch. Wenn ich damit fertig ist, dann wieder ein deutsches und so weiter. Also ja, und wenn ich mit meinem Buch fertig bin, dann lese ich das da. So, jetzt haben wir nur noch die zwei letzten Sachen. Ich vergesse noch, wie die heißen. Oh nein. Assistentin Mama. Du hast einmal einen Plattenbeschwerer. Ein Plattenbeschwerer, danke schön. Hier haben wir ein paar Regenbogen-Lichterketten. Voll cool. Wie ihr wisst, ich liebe Lichterketten. Habt ihr mein Zimmer gesehen? Also ja, voller Lichterketten. Da eine Lichterkette, hier eine Lichterkette, überall eine Lichterkette. Nice.
So, das legen wir erstmal hin. Und wir haben noch einen Plattenbesperrer in so rosa Gold. Finde ich voll cool. Und hier kann man auch sehen, dass die Platte auch richtig drauf ist. Nein, und bevor ihr in Kommentaren tippt, what? Ist ein Plattenbeschwerer. Bestimmt tippt ihr nicht, aber trotzdem. Nur wenn ihr es tippt. Das legt man auf eine Platte, damit die nicht so hüpft. Und ja. Und dann kann man auch gucken, dass sie richtig liegt. Ich, für eine Zeit lang habe ich einfach nur versucht, irgendwo es hinzulegen und dass es richtig liegt. So wie in der Hand, so. Ist auch ein Spiel, yay. Bevor ihr jetzt sagt, Eva, warum hast du so viel von deinen Eltern bekommen? Nicht nur von meinen Eltern, von meiner ganzen Familie, auch aus Irland. Ein bisschen mehr aus Irland, weil ich habe sie ja seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Also, oh. Und ich bin natürlich unheimlich dankbar und habe mich über alles gefreut. So sieht jetzt übrigens der Schallplattenspieler geöffnet aus. Wunderschön. Ich verlinke euch alle Sachen, die wir von Amazon bekommen haben, unten in der Infobox. Also ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir lassen euch nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis die Lieben. Ciao.